Ich bin Elisabeth, die meisten nennen mich Elischen. Ich komme aus Flensburg, bin 16 Jahre alt und gehe noch zur Schule. Also heute geht es wieder um das Thema Social Business und wir fahren zum Freudenberg, 30 Kilometer, bei diesem wunderschönen Wetter. Und dann machen wir einen Workshop mit. Also lasse ich mich total überraschen, weil ich auch total offen bin für das Thema, mit Menschen auch zu arbeiten und ja, bin da gespannt, welcher Gedanke dahinter steht. Was Social Business ist, ist auf einen Nenner gebracht. Es ist so weit, dass man sagen kann, dass es ein Unternehmen ist, das sich ein soziales Problem zur Lösung gesetzt hat. Ja, ich glaube auch, dass das ganz eng mit unseren Urwesen zusammenhängt, das wir in unseren Körper tragen. Und ich glaube, dass das Business so das meiste, dominanteste Institut unserer Zeit ist. Marktbestimmen, also BWL-mäßig, also Betriebswirtschaftslehre-mäßig, geht es immer darum zu sagen, hey, wie viel Nachfrage habe ich und wie stille ich diese Nachfrage? Also wir sind eben nicht nur Egoisten, wir sind auch selbstlose Wesen. Also jeder von uns hat einen gesunden Egoismus und eine gesunde Selbstzentriertheit, damit er selber über die Runden kommt. Aber das ist eben nicht die einzige Form, die wir haben. Wir haben noch mehrere Dimensionen. Beim Social Business geht es darum, dass ich etwas mache für dich, für euch, für dich und für den. Ach, ich bin gerne beschäftigt, ich bin gerne aktiv und ich bin gerne einfach, mache etwas und ich mache gerne Geschäfte. Es muss ja nicht immer so dafür sein, dass ich ein paar Millionen habe und die anderen weniger, sondern ich kann das so machen, dass ich sagen kann, da ist ein Problem, dieses Problem schaue ich mir an und das löse ich, indem dass ich mir ein Geschäft aufmachen muss zu lösen. Mit 20 war es dann so, dass ich den Film Gandhi gesehen habe. Und als ich den Film Gandhi gesehen habe, war ich total begeistert, wie diese Menschen quasi Gesellschaft verändert haben, ohne Gewalt anzuwenden. Und habe dann beschlossen, ich gehe nach Indien. Und genau am 4. April 1987, da war ich also 20 Jahre alt, bin ich auch dann meinen ersten Flieger und bin nach Indien geflogen. Ja. Und habe dann einiges erfahren. Ich finde es total spannend, wenn er erzählt hat, was er halt so erlebt hat und dass man halt für Business oder für Social Business sich allgemein nicht sich opfern soll oder aufgeben, sondern halt schon helfen, aber trotzdem auch sehen, dass man dadurch nichts verliert. Und danach haben wir einen Workshop mitgemacht, wo wir einfach frei uns eine Frage für die Zukunft in Bezug auf Social Business ausgedacht haben oder überlegt haben, was uns interessiert und viele Ideen weitergedacht. Und das fand ich total genial, da wir insofern so richtig systematisch halt überlegt haben, was man dafür machen muss und mit welchen Mitteln man das machen kann. Ich finde, das kann man ja da einbauen. Es sollte ja das Ziel, denn wenn man sagt, die Radtour als Social Business, dann muss ja von dem Social Business ja auch irgendeine soziale Komponente angesprochen werden. Aber ich finde das eigentlich schon ziemlich sozialen Gedanken, interessierte Jugendliche, sage ich mal, zu aktivieren und eben zu anzuregen. Also, fehlt halt der Teil des Business-Gedanken, den kann ich einfach schwer in der Radtour erkennen. Also, naja, Business insofern, dass es sich ja selber finanziert quasi, dass man einen Finanzplan aufstellt. Ja, dass es sich finanziert, aber dass man eben geführte Reise ist doch Jugendliche, du bist mein Kunde. Speziell sagen, wir nehmen Jugendliche mit, die eben Probleme haben oder die jetzt keinen Job haben oder Jugendliche mit Migrationshintergrund, die nimmt man mit und integriert sie eben in der Radtour oder in der Arbeit, wie man jetzt das Geschäft macht. Also es gibt sozusagen die Tour, wie sie jetzt stattgefunden hat, soll es weiterhin geben, auch für Jugendliche, die vielleicht jetzt diesen geringen Teilnehmerbeitrag gar nicht entrichten können. Da hatten wir uns überlegt, dass man das nach wie vor so auf 10 bis 14 Tage hält und dann nochmal zusätzlich könnte man eine Woche sich überlegen, wo dann die Jugendlichen als Scouts ausgebildet werden und dann die Erwachsenentouren zum Beispiel begleiten können, dann natürlich auch gegen Einkommen. Also da hätten sie dann sozusagen schon eine Einkommensquelle, wo sie dann vielleicht auch aus ihrer sozialen Situation leichter rauskommen durch diese Festanstellung, die sie eventuell dann da darüber kriegen könnten. Ja, dann eine Überlegung, darf ich? War auch noch, dass man, wir kennen ja jetzt einige Radwege, dass man halt einen Radführer macht, dass man das Angebot macht, hier, wir fahren die und die Strecke. Das könnte man in den und den Städten sehen. Ja. Nachhaltiger Radführer. Ich möchte später mit schwer erziehbaren Jugendlichen arbeiten, habe da auch jetzt schon einige Erlebnisse auf so einem Hof, wo ich halt immer mein Pferd habe.
mit schwerziehbaren Jugendlichen, die da wohnen und leben. Und da bekomme ich sehr viel mit. Von daher war halt genau das, was wir halt beim Workshop gemacht haben, ziemlich mein Interessenpunkt, die Jugendlichen da zu integrieren, wie man das machen kann. Wir haben ein unglaubliches Engagement von vielen, vielen Menschen, also gerade in Deutschland hier, die ganz viel bewegen. Und trotzdem reicht es noch nicht. Trotzdem sind noch immer Themen da, die einfach so nicht akzeptiert werden können. Und ich glaube, um diese Themen anzugehen und um auch wirklich jeden Menschens Lebensqualität weiter nach oben zu bringen und nicht nur von ein paar wenigen Privilegierten, da ist Social Business eine wunderschöne, freudige Methode.